ist. Also wirklich, ich. Wenn ich das so sehe, muss ich so ein bisschen an. Was für ein verloren. Ich habe die schlechtesten Teammates der Welt. Die schlechtesten. Wie immer, das ist doch immer das. Ich immer die Teammates. Ihr seid solche Randys. Ich habe 18 Kills. Ich weiß nicht mal, wie ich das Scoreboard aufmache. Die Share-Taste. Oh, da ist Böppi. Oh, da ist Böppi. Und jetzt? Ja, also ja, mit dem Specialist und Granatenwerfer kriege ich das auch hin. Ja, aber bisher bin ich positiv überrascht. Ich hatte ich auch weniger Erwartungen. Vor allen Dingen habe ich jetzt aber festgestellt, jetzt kann ich ja WW3, Leute. Oh, habt ihr den Dash gesehen? Ich kann doch jetzt auch WW3 mit dem Controller spielen, oder nicht? Jetzt, wo es bei Steam geht. Recon Class required. Ach, ich komme da gar nicht hoch, oder was? Clipban, ich. Also, Shatterline ist im Free-to-Play-Game verfügbar auf Steam, was jetzt eine Zeit lang mit sehr wenigen Spielern in einer Art Testphase war. Und was jetzt seit heute, Freitag, offiziell auf Steam Free-to-Play zum Downloaden ist, 18 GB hat es bei mir gehabt, es ist ein PvP-PvE-Shooter. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr Zombies metzeln. In zwei verschiedenen Versionen gibt es das Ganze. Das ist hier Expedition. Da könnt ihr dann zu viert spielen. Ihr könnt komplett dual leveln. Das heißt, wenn ihr eure Waffen leveln wollt, ihr könnt Charakter leveln, Waffen leveln, damit ihr Aufsätze freischaltet. Und ihr könnt leveln, damit ihr in den Waffenkategorien, es gibt hier Tier 5 bis 1, das sind die ersten. Wenn ihr die hier levelt, kommt ihr mit den Waffen in den zweiten Tier. Die Waffen werden immer besser in den Tiers. Und jede Waffe in den Tiers hier, ihr seht das ja, wie viel Waffen, XP ihr habt und braucht, hat verschiedene Aufsätze, die ihr zu den Waffen mit dem jeweiligen Level freischaltet. Okay, also relativ easy ist es COD-Style. Ihr habt alle Stats, die ihr für die Waffen braucht hier. Reload Time 2,8, Magazin 30, welche Level die Waffe ist. Und wenn ihr da, ihr seht, es gibt Aufsätze, es gibt Modifikationen. Das ist so ein bisschen, in COD-Sprache würde ich sagen, es geht so ein bisschen in die Advanced Warfare Richtung von damals. Diese Waffen-Blueprints könnt ihr euch herstellen und kaufen. So, und hier bei Attachments, das ist jetzt noch vorbei. Wenn ihr jetzt aber mehr Attachment-Slots haben wollt, könnt ihr, und das machen wir jetzt, diese Ingame-Währung hier oben ausgeben. Diese Ingame-Währung müsst ihr euch nicht kaufen, sondern bekommt durch Spielen, was eine grandiose Erfindung ist, was Sledgehammer und Treyarch und Infinity Ward nicht mehr können, leider. So, und dann geht ihr hier, seht ihr, ich habe jetzt einen Griff bisher für diese Waffe freigeschaltet, weil ich eben erst diese eine Runde gespielt habe. Ihr habt verschiedene Waffenaufsätze. Das zum Beispiel ein ganz cooler, 15 Rounds gehen ins Magazin nach jedem zweiten Kill. Das ist natürlich genial, das ist auch mal ein bisschen Kreativität und da steht dann immer, was die Waffen können. Und hier über ändert sich dann die Reload Time, okay? So, relativ einfach. Wenn ihr die einzelnen Sachen gelevelt habt, kommt ihr in den Tiers, in die nächsten Tiers, wo dann eben bessere Waffen sind. Bestes Beispiel, die Impala ist ein DMR auf Stufe 1. Geht ihr auf Stufe 3, ist es eine Bolt Action. Geht ihr auf Stufe 5, ist sie nochmal deutlich besser. Das heißt, ihr seht, Reload Time ist besser, es geht mehr Magazin, Munitionsmagazin und. Also wirklich selbsterklärend eigentlich. Ihr habt insgesamt 9 verschiedene. Danke, Malva. Ihr habt 9 Operator aktuell, die werden mit der Zeit natürlich mehr. Jeder Operator hat eine Spezialfähigkeit, eine Sekundärfähigkeit, eine Hauptfähigkeit, kann eine Granate werfen, also eine Explosionsgranate, eine Mine, ähnliches, oder eine Secondary-Granate. Anders als bei COD ist es aber so, wenn ihr zum Beispiel eine Granate werft und wir nehmen jetzt einfach mal eine Frag-Granate und ihr sterbt, habt ihr immer das Problem in COD, dass der mit der Granate wieder spawnt und sie wieder werfen kann. Hier ist das nicht, hier lädt sich das erst auf. Das heißt, wenn ihr Granaten spammen wollt, geht das so nicht. Jeder Charakter hat verschiedenste Fähigkeiten. Hier zum Beispiel Malva kann, wenn ihr auf dem Boden seid, euch reviven mit vollem Leben. Dann ist der Drone Pincher da. Das ist dieses kleine Vieh, was hier über die Karte rennt. Ihr seht das. Ihr könnt euch alles, was ihr habt, hier angucken. Medkit ist ebenfalls verfügbar. Läuft da einer drüber oder ihr werft einen ab, wird er schnell geheilt.
Und mit jeder Stufe, die ihr mit eurem Charakter Operator levelt, verbessern sich die Fähigkeiten. Die Fähigkeit hier ist Medikit auf dem Teammate, der läuft rüber, ist wieder Full Health. Am Ende der Entwicklung von ihr habt ihr den Vorteil, dass es nicht mehr das ist, sondern eine Aura um euch herum für ein paar Sekunden, was alle Teammates heilt. Jeder dieser Operator hier, ihr werdet die alle einzeln kennenlernen müssen, hat verschiedenste Möglichkeiten. Geht Richtung BO4, bisschen Overwatch, ein bisschen. Ich finde aber nach den ersten ein, zwei Runden, dass die Spezialfähigkeiten das Game nicht bestimmen, so wie das eigentlich in BO4 war, wenn man es genau nimmt. Wenn ihr seht das hier an der Ingame-Währung und ihr seht das hier an der Währung. Diese Währung bekommt ihr für PvE-Spielen, PvP-Spielen, ich weiß nicht, für alles Mögliche. Okay, das bekommt ihr komplett für alles Mögliche in-game. Ihr braucht es nicht kaufen, kein gar nichts. Wenn ihr diese Sachen kauft und das alles macht, habt ihr den Vorteil, dass ihr das eben alles in neue Blueprints ändern könnt oder. Und das ist halt das Coole, weil das Ganze letzten Endes ohne euer Geld jetzt abzuziehen, in-game-Währung, Modifikation läuft. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was man dazu sagen kann. Dann beim Crafting waren wir schon. Es gibt, das ist aktuell die einzige Variante, wie man hier Geld ausgibt, und zwar für den Battle Pass. Der Battle Pass kostet hier 2500, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich würde euch nicht empfehlen, direkt einzukaufen, sondern das Spiel, es ist for free, erstmal zu testen. Hier Inbox ist irgendwie, ich weiß nicht, wer es braucht, Nachrichten schicken und. Wenn ihr keinen Bock habt auf Zombie-Geballer, hier ist jetzt der Season Pass mit Skins, mit Ingame-Währung, XP-Boost. Es gibt wirklich, wie viele Stufen insgesamt? Es gibt mehr als genug Stufen. Da ist ein bisschen was dabei. Das ist so eine der letzten Skins dann sozusagen. Wenn ihr Bock auf das Game habt, und es ist keine Werbung, ich werde von diesem Game-Entwicklern, den Ukrainern, nicht bezahlt, kein gar nichts, sondern ich teste es heute oder habe es heute schon zum ersten Mal getestet und ihr könnt es euch dann auch anschauen. Ihr habt neben den Expedition, das ist dann eben PvE mit Freunden, wenn ihr wollt, auch die Option Versus zu spielen. Conquest, Escort, Team Deathmatch. Drei verschiedene Modi, Team Deathmatch selbsterklärend, Escort im Prinzip. Ähnlich wie zum Rogue-Modus könnt ihr mit bis zu 5 Spielern plus euch, also 6 in einem Team spielen, müsst euch nur über Steam zusammen anmelden und perfekt ist es. Und dann habt ihr Conquest, was ich selbst noch nicht gespielt habe. Ist ein Movement-basiertes Game mit ein, zwei coolen Tücken. Viele von euch werden jetzt fragen, ihr habt Controller-Support. Ganz wichtig, für die Konsole ist das nicht draußen. Ob es für die Konsole kommt, habe ich keine Ahnung. Fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Ich kann euch jetzt schon den Tipp geben, dass ihr diese Settings für euch, und das sage ich sonst nie, trotzdem übernehmt, bis auf diese beiden, und das hier ist eure Entscheidung, wie schnell euer Cursor hier laufen soll. Die Beschleunigung vom horizontalen und vertikalen Laufen, genauso wie vom Zielen, solltet ihr unbedingt auf 0 machen. Ich habe festgestellt, dass das alles kaputt macht. Wenn ihr es auf 0 habt, habt ihr ein relativ gutes Gefühl. Manchmal fühlt es sich noch ein bisschen schwammig an, finde ich, aber das ist nur zwischendurch, das ist noch früh in der Entwicklung. Da bin ich auch sehr gerne bereit, das hinzunehmen, dass es sich nicht immer perfekt anfühlt. Aus dem einfachen Grund, dass ich der Meinung bin, wenn der Spielspaß da ist und das Game Sinn macht, dann kann man darüber hinwegsehen. Wenn ihr Controller spielen wollt, müsst ihr einen PS5-Controller aktuell nehmen, Xbox bisschen kritisch, PS4-Controller bisschen kritisch, die funktionieren nicht gut. Ihr müsst den Controller, gibt es diverse Tutorials über Steam, einmal connecten, müsst Firmware draufstellen. Wenn ihr Warzone-Spieler seid und DS4 benutzt, macht DS4 aus, bevor ihr spielen wollt, denn DS4 sorgt dafür, dass Steam den Controller nicht erkennt. Warum auch immer, ich kann es euch nicht genau sagen. So, und dazu wird es wahrscheinlich noch ein paar Videos geben. Ich finde es bisher aktuell cool und ja, das ist so ein bisschen das Grundsätzliche.